und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich super leckere und super einfache Granola Cups. Und das sind kleine Törtchen, die total lecker schmecken. Und da ja bald Muttertag ist, habe ich mir gedacht, ich möchte unbedingt etwas machen, was in die gesunde Richtung geht, denn die Mama soll ja schließlich gesund bleiben. Dann etwas, was sehr einfach zu machen ist. Und außerdem mal was anderes als zum Beispiel eine Torte oder so. Denn früher, als ich ein Teenager war, wollte ich unbedingt für meine Mama eine Torte backen und habe mir Sahne gekauft und Erdbeeren, eine richtige Sahne-Erdbeertorte. Und dann stand ich in der Küche und das Erste, was passiert ist, ist, dass die Sahne zu Butter wurde und der Laden war dann auch schon geschlossen und so weiter. Und da war ich einfach nur komplett enttäuscht und einfach nur down, dass ich da meiner Mama keine Torte backen konnte. Und deshalb habe ich gedacht, ich will unbedingt jetzt was Einfaches machen, was wirklich jeder nachmachen kann und sicherlich garantiert ein Erfolgserlebnis hat. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Meine Granola Cups will ich natürlich auch lecker befüllen mit einer leckeren Creme und da habe ich mir überlegt, mal etwas ganz was anderes auszuprobieren und da habe ich mir ausgedacht, eine Creme aus Cashews zu machen, also ein Pudding aus Cashews und das ist richtig super lecker und gar nicht so schwer gemacht und zwar braucht ihr dafür einfach Cashewkerne und die müsst ihr entweder über Nacht einweichen, in kaltes Wasser und in den Kühlschrank stellen und dann werden die richtig aufweichen und ganz weich werden, damit eure Küchenmaschine die ganz einfach klein bekommen kann. Oder wenn ihr kurz entschlossen seid, so wie ich meistens, dann nehmt ihr einfach heißes Wasser aus dem Wasserkocher, übergießt das Ganze in einem Gefäß und dann lässt ihr das ein paar Minuten stehen, während ihr eben dann den nächsten Schritt zubereitet und dann funktioniert das genauso gut. Und in der Zwischenzeit mache ich jetzt weiter mit dem Teig für den Boden, für unsere Granola Cups. Und Granola bedeutet ja nichts anderes als Müsli sozusagen, also ist unsere Hauptzutat Haferflocken und es werden dann so richtig leckere, knusprige Förmchen, wo wir dann die individuell befüllen können. Die kann man auch sehr gut am Vortag schon vorbereiten oder zwei Tage vorher, das ist ganz egal. Das lässt sich gut lagern und dann frisch befüllen, mit was man Lust hat. Super einfach gemacht. Und dazu braucht ihr folgende Zutaten. Und zwar habe ich hier Haferflocken, und zwar die feinen. Da könntet ihr auch die kernigen verwenden, wenn ihr möchtet. Dann gebe ich ein paar Nüsse dazu, zum Beispiel Mandeln. Ihr könntet zum Beispiel Walnüsse nehmen oder auch Haselnüsse, was ihr gerne habt, für ein bisschen Nussgeschmack. Zum Süßen verwende ich jetzt hier Rosinen. Und keine Angst, alle, die jetzt denken, boah, Rosinen mag ich gar nicht. Man wird es nicht rausschmecken und keiner wird merken, dass überhaupt Rosinen drin sind. Es ist wirklich nur für die Süße. Natürlich könnt ihr auch Datteln verwenden oder andere getrocknete Früchte eurer Wahl. Dann kommt ein bisschen Backpulver hinzu. Dann schummel ich noch ein bisschen Gesundheit hinzu in Form von Leinsamen. Die sind nämlich gut für die Verdauung und sorgen nochmal für den Klebeeffekt. Dann kommt ein bisschen Kokosöl für gesunde Fette und außerdem sorgt es dann dafür im Backofen, dass das Ganze dann richtig schön kross wird und knusprig. Und dann brauche ich noch ein bisschen Wasser. Und jetzt kommen alle trockenen Zutaten in euren Mixbehälter. Von den Haferflocken nehme ich nur die Hälfte, den Rest behalte ich für später und mische den einfach so drunter, denn dann werden die Granola Cups knuspriger und das Ganze, finde ich, sieht auch noch hübscher aus. Dann gebt ihr die Nüsse eurer Wahl hinzu. Ich habe jetzt hier die Mandeln. Dann noch die Süße eurer Wahl, ich in Form von Rosinen. Dann 2 Esslöffel Leinsamen und 1 Esslöffel Backpulver. Und das Ganze wird jetzt erstmal zum Mehl gemixt. Und jetzt gebt ihr eure fertige Mehlmischung in eure Schüssel, die restlichen Haferflocken, 2 Esslöffel Kokosöl, zimmerwarm und ein bisschen Wasser und verknetet es so lange, bis ein zusammenhängender Teig entsteht. Wenn ihr dann merkt, dass es noch ein bisschen krümelig ist, fügt ihr einfach noch ein bisschen mehr Wasser hinzu und knetet so lange, bis eine Kugel entsteht. Als nächstes nehmt ihr euch eine Muffinform und kleidet sie mit Muffinförmchen aus. Und das ist ganz wichtig, denn das ist die einfachste Methode, die Granola Cups nachher herauszubekommen. Wenn ihr das nämlich nicht macht, dann kann es sein, dass sie euch beim Herauslösen kaputt gehen und das wäre ja schade. Und deshalb nehmt lieber solche Muffinförmchen. Und ich habe jetzt hier ganz verschiedene ausgesucht. Alles, was ich hatte zu Hause in den Schränken, habe ich rausgesucht, was passend zum Muttertag wäre. Und
Und jetzt kommen die Granola Cups in den Ofen und zwar bei 180 Grad Umluft für circa 15 bis 20 Minuten. Einfach immer mal wieder ein Auge darauf haben, damit sie euch nicht verbrennen. So, meine Cashewkerne konnten jetzt einweichen und die Einweichflüssigkeit habe ich abgegossen, das Ganze nochmal gut abgespült. Jetzt gebe ich das in den Mixer von vorher, den habe ich auch nur grob ausgeklopft und nicht mehr gewaschen. Dann kommt noch ein bisschen Süße eurer Wahl hinzu und da habe ich jetzt mich für Reissirup entschlossen. Ihr könnt zum Beispiel auch Ahornsirup verwenden oder Xylit oder irgendwas, was ihr gerne habt, um den Pudding zu kochen. Dann brauchen wir noch Wasser und zwar 500 ml, also so viel wie für einen Pudding. Und dann brauchen wir noch Speisestärke und zwar 20 Gramm. Jetzt gebt ihr alle Zutaten in euren Topf. Dazu gebe ich noch ein bisschen Tonkabohne. Das sorgt für einen leckeren Geschmack und es schmeckt ein bisschen nach Vanille und Marzipan. Ihr könnt natürlich auch gerne Vanille verwenden. Das gibt dann dem Ganzen nochmal ein bisschen Würze und schmeckt super lecker. Jetzt muss das Ganze aufgekocht werden, schön langsam wirklich dabei sein und immer gut am Boden fest rühren, damit euch nichts anbrennt. Und sobald dann alles angedeckt ist, lässt ihr das Ganze bei Zimmertemperatur auskühlen und später dann im Kühlschrank, bis die Masse erkaltet ist. Und so sind meine Granola Cups jetzt fertig befüllt. Ihr könnt sie natürlich füllen, so wie ihr das gerne habt und dekorieren nach Lust und Laune. Was ich auch eignen würde statt der Creme wäre zum Beispiel ein Schokopudding oder klassischer Vanillepudding oder ein Joghurt, zum Beispiel Soja, Kokosjoghurt oder irgendein anderen griechischer Joghurt oder Vanilleeis oder Nice Cream. Das würde sich auch eignen, natürlich erst kurz bevor man serviert, sonst schmilzt es ja. Jedenfalls gebt ihr das jetzt so nochmal in den Kühlschrank, bis das Ganze wirklich fest ist und durchgekühlt. Und dann könnt ihr das servieren und ich hoffe, es wird euch schmecken, denn ich finde es einfach nur richtig, richtig lecker. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos und wie immer findet ihr alle Mengenangaben auf meinem Blog fraujanik.com. Dort freue ich mich auch immer über einen Kommentar von euch, wie es euch gelungen ist, ob es euch geschmeckt hat und so weiter. Wenn ihr mir ein Foto schicken möchtet, dann geht das am einfachsten über Instagram und das geht am besten unter dem Hashtag fraujanik, denn dann kann ich es sehen und es freut mich jedes Mal riesig. Vielen Dank dafür! Jetzt wünsche ich allen Muttis da draußen und meiner Mama natürlich alles, alles Gute zum Muttertag. Ich hoffe, du wirst dich über diese Törtchen freuen und sie werden dir schmecken. Und allen anderen wünsche ich ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.